herzlich willkommen zu unserem kleinen Messerundgang. Wir stehen hier direkt vor der Halle der Home Electronics World 99 und werden uns jetzt mal einen kleinen Überblick verschaffen. Unser erstes Ziel war der Stand von Hagon Partner. Hier gab es jede Menge Software zu sehen und zu kaufen, zum Beispiel ImageFX, die neuen Versionen des Effektprogramms Wildfire und des Layoutprogramms PageStream und natürlich das neue Amiga OS 3.5, das von Hagon Partner in Lizenz für Amiga hergestellt wurde. Bei RBM Digitaltechnik gab es neben bewährter und neuer Hardware auch Software zu sehen. Ein Highlight war das neue Grafikprogramm FX Paint von Innovative, das am Stand präsentiert wurde und auch gleich gekauft werden konnte. Der Hauptanziehungspunkt war natürlich der Stand von Amiga. Hier gab es neben dem neuen OS 3.5 auch Kickstart-ROMs, A1200 Magic-Pakete und sogar noch einige A4000 zu kaufen. Unvorstellbar, aber wahr. In einem Schaukasten waren Auszeichnungen zu sehen, die Commodore Mitte der 80er Jahre von der Zeitschrift Chip verliehen bekommen hatte. Und die obligatorischen Amiga-Boxershorts und Streichholze durften natürlich auch nicht fehlen. Eine besondere Attraktion war das Amiga-Museum. Hier wurden alte Amigas und ihre Vorgänger präsentiert, wie der C8032, ein portabler C64, der A1000, der A500, der A600, der A3000, das CDTV, das CD32 und der Amiga-Prototyp Walker aus dem Jahr 1996. Zwar noch nicht museumsreif, aber trotzdem in einem Schaukasten wurde ein PowerPC-Rechner auf Basis des CHRP-Mainboards von IBM präsentiert. Auf diesen von Hagon Partner mitgebrachten Rechner soll, wenn alles gut geht, mittelfristig das Amiga OS portiert werden. Apropos PPC, auch die PPC-Version von Linux wurde am Amiga-Stand präsentiert. Ganz entgegen dem Trend wurde auf der Messe eine neue Amiga-Zeitschrift mit CD aus England vorgestellt, die Amiga Active. Und natürlich war auch die Amiga OS mit Chefredakteur Thomas Raukamp wieder mit einem Stand vertreten. Nicht nur für die Anwender, sondern auch für die Spielefreaks gab es auf der Messe einiges zu sehen. So wurde zum Beispiel am Stand von Titan Computer eine erste Beta-Version von Heretic 2 präsentiert. Und einen Rechner nebendran konnte man die Vollversion von Joyride probespielen. APC und TCP zeigten erste Bilder ihres Weltraum-Eposes Phoenix und stellten die neue Wirtschaftssimulation Seaside vor. Zu guter Letzt konnte man am Stand von Epic erste Eindrücke von Dayful Bloodline bekommen. Auch Seminare wurden angeboten, so sprach zum Beispiel Freiherr Günther von Grafenreuth über Internetrecht und Softwarepiraterie. Und natürlich wäre eine Amiga-Messe keine Amiga-Messe ohne NX. Neben den bekannten Songs Back for the Future und Keep the Momentum Going
stellte NX als Deutschlandpremiere auch ihren neuen Song The Spirit vor. Alles in allem war die Home Electronics World 99 eine gute Gelegenheit, andere Amiganer zu treffen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie auch nächstes Jahr wieder stattfindet. In diesem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass euch unser kleines Video gefallen hat.